war unser Schatten. Ich denke, da greift uns gleich was von hinten an. So, jetzt nach oben, ne? Oh Gott. Ich mach das noch ein bisschen größer. Ich habe Sorge, dass uns das echt alles abstürzt sonst. Weil wir sammeln das ja irgendwie nicht richtig in der Luft auf. So. Hallo? Ja. Einen noch. Einen noch nach da. Und einen noch hier rüber. Da oben ist noch mehr, aber das werde ich nicht versuchen, glaube ich nicht. Kann ich euch noch nicht sagen. Hi. So. Hat sich doch mal wieder gelohnt. Moin. Platt. Hatten wir hier nicht irgendwo eine kleine Spinne, sagt mal? Hatte ich da nicht eben irgendwas gesehen? Ich glaube, das ist noch Eisen. Hier anscheinend nicht. Okay, das Loch mache ich zu, auf jeden Fall. Das ist mir egal, was da ist. Und ich habe keine Lust, wenn wir hier in den Kampf geraten, abzustürzen. Okay. So, das nehmen wir hier noch mit. Oh. Ja, das war talentiert. Was, wo, wie? Sag ich doch. Hier jetzt mit dem Loch wäre mega mies gewesen. Das wäre unser Verhängnis geworden mit dem Loch. Weil genau darauf standen wir jetzt. Okay. So, haben wir ja auch noch ein bisschen Eisen rausgeschröpft. Was ist denn hier oben? Da ist noch mehr. Machen wir noch eine Fackel hin. Ich glaube, wir müssen neue Fackeln nachher gleich bauen. Aber macht nichts, dann haben wir was, während das Eisen schmelzt, zu tun. Ja, noch ein bisschen Kohle. Nehmen wir auch noch ein bisschen mit. So, was haben wir hier? Kohle. Hoffe ich doch, dass es Kohle war und ich jetzt nicht... irgendwas von wegen Kohle erzähle und dann war es doch keine. So. Ich weiß, wir wollten schon lange nach Hause, ne? Und ich grab hier immer noch wie ein Blödmann. So, zack, und hinüber. Alter! Ich mach hier völlige Scheiße. Okay, ich hab mega Mist gemacht. Ich hab das Mausrad aus Versehen bewegt. Naja, gut.
Wir haben ja unsere Beute noch. Ich wollte hier nochmal rüberschauen, ne? Oh, noch mehr Kohle. Ein Riesenloch. So, ich würde sagen, wir hauen erstmal ab. Wir haben jetzt... Wir kommen wieder, keine Frage. Nur ich glaube, ich werde mich sonst hier noch festsuchen. Und werde gar nicht damit aufhören. Außerdem haben wir eh nur noch eine Fackel. Jetzt wollen wir doch erstmal schmelzen gehen. An den Schmelzofen. Eisenbahn, 8 Stück hier. Was brauchen wir denn jetzt? Bestimmtes für die erste Truhe. Wir schauen erst nach. Nicht, dass wir da jetzt alles Mögliche schmelzen und dann im Nachhinein brauchen wir vielleicht sogar noch das Rohmaterial. Nein, wir brauchen Barren. Ein Kleiderschrank. Nachttisch. Gold, toll. Gold. Tür, Zaun. Ein goldenes Osterei. Ach, Osterei. So. Okay, wir können nur die Truhe erstmal herstellen. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas mit Eisen machen könnten. Ich glaube, hierfür müssen wir den Amboss ab. Hatten wir den abgegradet? Was brauchen wir dafür? 4. Okay. Zwei, drei, vier. Erstmal 4. Wir brauchen 2. Ne? Dann können wir 2 Truhen herstellen. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Wir brauchen noch einiges an Holz. Wir gehen nochmal raus. Können wir Sachen erstmal ablegen? Passt nicht mehr. Ach, wir haben so viel Krempel, Leute. Ich sehe, das hat gar keinen Sinn. Die paar Stacks hier, die 2, die sind gleich schon wieder weg. Das ist der Wahnsinn. Haben wir noch irgendwo Holz? Nein. Moment, wir haben doch hier hinten noch ein bisschen Platz. Mit einem Holz. So, die Kohle hier noch rein, die Seide. Ne, die hätten wir rausnehmen können. Die kommen woanders rein. Dann hauen wir den Saphirstaub hier noch mit rein, obwohl der auch in die Truhe muss. Aber ich sag ja. Ich sag schon nichts mehr und ich bin mal gespannt, wie groß die anderen sind. So, jetzt können wir mal eben noch Bäume abfahren. Na toll. Ob die denn auch einen gewaltigen Unterschied machen von der vom Volumen her? Ich kriege die Krise gerade. So, mal ordentlich hier abholzen. 8 Stück brauchen wir immer und wir wollen 2 haben. Ist somit 16. Oh, er konnte rechnen. Nein. Wahnsinn. Sorry. Okay. Wir haben schon 36, 39, 42 reichen erstmal. So. Gib mal her. Jetzt bin ich gespannt. Truhe 2. Wir stellen jetzt eine her. Ich will erst gucken,
was die für einen Unterschied macht. Wir stellen die genau daneben. Also schicker sieht die natürlich aus. Aber echt jetzt? 4 Fächer mehr. 2, 4, 6, 8. Nee, das ist so ein Witz, ist das doch. 4 Fächer mehr. Ha, ha, ha. Ganz ehrlich gesagt, lohnt der ganze Aufwand sich nicht für. Nö. Dann kann ich mir 20 von denen hinstellen und habe viel weniger Matzkosten. Lohnt sich nicht. Echt nicht. Okay, wir schmeißen jetzt hier erstmal unseren Plunder rein. Eine Perücke? Fällt. Okay, bin ich mega von enttäuscht. Also ja, das kommt, wenn du denn dich vorher nicht erkundigst und sonstiges, und dann kommt da so ein Scheißball raus. Also echt, da bin ich jetzt angefressen. Kann man so sagen. Falsch. Denn das ist unnötig, also beim besten Willen. Okay, dann machen wir nochmal ein Upgrade. Alter, das lohnt nicht. Wir bauen einen Keller und knallen davon zig Truhen rein. Und ja, müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Machen wir das in einzelne Räume. Das ist dann Holz. Das ist dann, weil wir können die nicht beschriften. So, lassen wir mal hier ein Upgrade rein. Mal schauen, was wir dabei rauskriegen. Und jawoll. Zeig mal an hier. Was haben wir Neues? Das ist ja auch mal ein schmuckes Teil. Das Schwert sieht ja auch gut aus. Oder der Säbel. Ah, hier für die Felle. So, können wir auch neue Werkzeuge herstellen jetzt? Oder waren es nur Waffen? Waren nur Waffen. Naja, Hauptsache wir haben es. Also, was wir haben, haben wir. Ist mir eigentlich wurscht. Achso, hier für den Krieger und so. Der Barbarenhelm, der sieht ja auch lustig aus. Da bin ich jetzt ein bisschen neidisch, ne? Okay, Leute, wir fangen nochmal von vorne an. Wir spielen Krieger. Nein. Okay, jetzt können wir die beiden davon. Mhm. Was brauchen wir eigentlich für die Werkbank 3? Ja, okay. Wir stellen 1, 2, 3, 4. Und nochmal welche her. Für dich auch? Oh, 2 Gold. Nee, die haben wir noch nicht. Dauert noch ein wenig. Ja, dann graden wir nochmal die Werkbank ab. Schauen, was wir Neues davon bekommen. Ja, und dann fangen wir demnächst mal ein bisschen mit dem Ausbauen an hier. Damit wir mal ein bisschen mehr Platz schaffen. Also, wir müssen irgendwie das ganze Ding hier unterkellern und dann mit den Truhen uns was überlegen. Abgeholt. Upgrade. So, was haben wir denn jetzt Schickes Neues hier? Wir können Nachttischchen, Regal, große Tür, eine Gartenbank, Fenster, Truhe 3 in Gold, 4 Goldbarren, ich möchte nicht wissen, was Goldbarren kosten, ein hoher Zaun, alles klar. So, jetzt können wir hier auch Eisen herstellen. Ja. So. Ein Ressourcenscanner. Okay, den werden wir gleich nutzen. Stellt nämlich 60% wieder her.
Und den werden wir uns mal bauen. Reagiert auf seltene Edelsteine und Erze. Bin ich ja mal gespannt. Das sind auch unsere letzten zwei. Hat sich dann somit tatsächlich noch gelohnt. Die können wir mal rausholen. Dann wissen wir jetzt, was wir uns mal ein bisschen mehr organisieren müssen. Also die alten behalten wir natürlich trotzdem noch. So, die paar Erze packen wir hier rein. Müssen wir tatsächlich neu farmen. So, wir wollten den Ressourcenscanner bauen. Unsere Wünsche-Route. Okay. Bin ich mal gespannt, wie der funktioniert. Ich habe keine Idee. Was war das denn wieder? Erwartet nicht zu viel. Kohle noch rein. Wir tauschen erstmal aus. So ein Feuerball. Da möchte ich eigentlich mit draußen haben. Ja gut, ich lege ein ganz kurzes... Hier unter uns ist was. Wird wohl Kohle oder so sein. Ist ja nice. Ha, das werden wir auf jeden Fall gleich ausprobieren. Ich brauche ein kurzes Päuschen. Ist einfach zu warm. Und wir sehen uns gleich wieder. Für euch ist es nur ein kurzer Cut, vielleicht für mich 5 Minuten Pause. Ich freue mich, wenn ihr gleich wieder dabei seid bei Portal Knights. Und damit herzlich willkommen zurück. Wir sind aus der Pause. Ja, und haben unsere Wünsche-Route dabei. Und die wollen wir doch jetzt mal austesten gehen. Und zwar, wo wir eben waren, Leute. Hier haben wir auch noch ein Portal, ne? Eigentlich möchte ich alle aufmachen. Das sage ich euch jetzt schon. Da haben wir wieder einen Boss. Okay. Hier haben wir die Seide her. Wir wollen aber erstmal hier wieder hin. Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Ja gut, mit den Kisten schauen wir wirklich, dass wir das... Okay, in die Richtung, sagt er. Dann schnappen wir uns mal unsere noch schlechte Spitzhacke. Aber erst den... Machen wir hier richtig in Mini-Form einfach durch da. Obwohl, ich mag das nicht, wenn das so ganz klein ist. Oh. Okay, Kohle hat er gefunden. Hier. So sieht das dann aus, damit ihr das auch mal seht. Wir zählen erstmal die ganze Kohle raus, schauen, was die Route uns dann erzählt. So, haben wir hier noch was? Könnte noch irgendwo was sein.